Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück beim Let's Play CSI Dark Motives. Wir sind noch immer im Labor, hatten ja das letzte Mal die paar Beweise, die wir noch gefunden hatten, Videobänder, Kaffeetasse und so weiter, hatten wir unserem kleinen Nerd hier schon mal zur Analyse überreicht, hat uns jetzt nicht wirklich irgendwas Aufschlussreiches darüber erzählt. Wir haben ebenfalls rausgefunden, dass in diesem Bild hier, Moment, ich zieh's, na, es will nicht jetzt, dass wir hier sehen können, nein, das war das Falsche, ich meine natürlich, nee, es war das Richtige. Ja. Wenn wir hier ranzoomen würden, was ist im, ach, können wir ja, nee, können wir nicht, schade, dass hier diese Feder, die hier irgendwo sein müsste, schon gebrochen war, das bedeutet, es wurde dran rumgefuscht. So, wo können wir denn jetzt hingehen? Den Truck haben wir eigentlich eingehend untersucht. Da dürfte nichts mehr sein. So, jetzt ist die Frage Draffler Promotions oder dann doch Vegas Motorcycle. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Produzenten. Auf geht's. Auf geht's, habe ich gesagt. Und wieder ein schicker Übergang zu diesem Ort. Was ich noch erwähnen wollte, was ich sehr lustig finde übrigens, ich persönlich sehe auf meinem Bildschirm diese Übergänge nicht. Bei mir ist da nur schwarzer Bildschirm. Ich höre den Sound, aber sonst tut sich da gar nichts. Das Video an sich von diesem Übergang zu einem anderen Ort, das seht nur ihr in der endgültigen Fassung und ich dann auch mal wieder in der endgültigen Fassung. Ich weiß halt nur, dass da ein Übergang ist, weil ich das Spiel schon öfters gespielt habe und auch die anderen Teile gespielt habe. So. Hier sitzt ein junger Mann. Ansonsten können wir uns hier nicht bewegen. Wir können mal dahin gehen. Ach nee. Nee, Tipp wollen wir nicht. Tipp wollen wir nicht. So, hier können wir nichts weiter machen. Warum wohl? Richtig, es fehlt ein Durchsuchungsbefehl. So. Sie sind der Produzent der Stuntshow. Die wildesten Stunts der Welt, Cory Musotti. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich für unsere Arbeit interessieren. Vielen Dank. Aha, du weißt nicht, wer wir sind, oder? Wir interessieren uns berufsbedingt dafür, du Typ. Ist Was, mal wer sind wieder Sie denn? einer dieser unglücklichen Zufälle. Offen Aha. gestanden sind wir bei diesen Shows froh, wenn nicht noch Schlimmeres passiert. Und so wie es ausschaut, kommt Ace wieder auf die Beine. Happy End für alle. Ja, besonders für dich, weil da garantiert die Einschaltquoten hochgeschnippt sind. Können wir uns in Ihrem Büro einmal umschauen? Ich wette, der sagt nein. Aber sicher. Hinter Ihnen, egal wo. Außer natürlich meinem Schreibtisch. Der ist Sperrgebiet. Natürlich. Zu viel Industriespionage im TV-Geschäft. Ich muss meine Privatsphäre schützen. Das werden Sie verstehen. Du klingst schon so überzeugend. Wo haben Sie das denn gehört? Verrückte Gerüchte gehören in unserer Branche zum Geschäft. Unsere Show wird gut bewertet und wir werden noch besser. Aha. Wo nichts kaputt ist, gibt's nichts zu reparieren. Sonst noch was? Ein wenig schnippisch bei diesem Thema, hä? Das sind vorerst alle Fragen, die wir haben. Ja, vorerst. Ich komme wieder. I'll be back. So, er hat uns erlaubt, uns mal umzuschauen. Dann tun wir uns das doch einfach mal. So, wir können jetzt hier irgendwas tun. Hier vielleicht? Das da? Das können wir hier nicht benutzen. Nein, leider nicht. Dididim. Hier sowas? Ist ja Chrom. Versuchen Sie etwas anderes. Ja, sehr gut. Objektbehälter nimmt pulverige Substanzen für die Spektralanalyse im Labor auf. Ist das eine pulverige Substanz? Naja, durch die relativ veraltete Grafik ist das halt. Könnte sein. Na? Wo, wo, Das wo? ist nicht, was wir brauchen. Nein? Das vielleicht? Das können wir hier nicht benutzen. Ja, ist ja gut. Dann machen wir halt erstmal Fingerabdrücke. Ah. Ja, da guck einer, schau. Haben wir das jetzt automatisch genommen? Oh ja. Fingerabdrücke von Tür. Draffler Promotions. Sehr gut. Nein, ich will keinen Tipp. Irgendwas scheint hier kürzlich verspritzt worden zu sein. Scheint eine gewisse Kraft im Spiel gewesen zu sein. Wird doch wohl kein Blut sein. Wird doch wohl kein Blut sein. Luminol, das bringt Blut zum Leuchten. Das ist nicht, was wir brauchen. Nein, also kein Blut. Okay. Schade. Na dann, mal schauen, was wir hier haben. Ansonsten, Schreibtisch ist Sperrgebiet, hat er gesagt. Der gute Mann.
Tür haben wir. Ja, das wäre es hier vorerst, was wir... ja, ist jetzt nicht wirklich die Welt, aber wir lassen mal... Ich bin jetzt selber neugierig, weil, wie gesagt, das ist schon so lange her, ich weiß gar nicht mehr, was das jetzt genau war. Labor Greg Sanders, genau. Ja? Ja? Hi. Guten Tag heißt das, verdammt. So, was ist denn das? Hier ist der entkoffeinierte Milchkaffee, den Sie bestellt haben. Ein Keks dazu? Oder vielleicht ein Stück Sachertorte? Also, die Spuren an der Wand stammen von Kaffee. Schwer zu glauben, dass das ein Versehen war. Wichtiger ist, dass die Laboranalyse ergeben hat, dass es sich um McLaddens Lieblingsgebräu handelt. Er hat sich wohl vor kurzem im Büro des Produzenten aufgehalten. Das muss ja nichts bedeuten. Immerhin ist er der Stunt-Koordinator. Und da, tja. So, Fingerabdrücke. Fingerabdrücke für den Computer? Na klar. So, jetzt hat er das schön wieder an den Computer weitergegeben, ähnlich wie bei den Reifenabdrücken. Jetzt haben wir hier Fingerabdrücke neu. So. Ach, irgendwie will's immer nicht. Dann suchen wir mal. Was haben wir denn da Schönes? Das Schöne ist, bei den ersten CSI-Teilen ist es noch relativ einfach. Da müssen wir nur ziehen, gucken. So, hier ist der erste schon. Perfekte Übereinstimmung. Als Vergleich mal ein zweites. Das sieht schon weniger danach aus. Das erst recht nicht. Obwohl, das könnte es eigentlich auch sein. Ne, das ist das Richtige. Das ist richtig. Hier, das Loch ist genau wie hier. Die Löcher sind genau wie hier. Das wird sein. Die scheinen nicht zu passen. Ah, verdammt. Was Überprüfen ist? Sie sie auf jedes kleine Detail. Ja, ist ja so gut. So etwas darf man nicht über den Daumen peilen. Habe ich getan. Es tut mir leid. Wen haben wir Viele denn? Ähnliche. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ein Treffer dabei ist. Moment. Fred Snow, nee. Ian Wilkinson, Steve Boxcar. Okay. Gut, ich nehme es wieder zurück. Aber da, in diesem Teil ist es halt nur stupides Vergleichen. Suchen Sie die Fehler. Also nicht wirklich anspruchsvoll. So, na dann auf zum Motorradschuppen, würde ich sagen. Und wieder gucke ich auf einen schwarzen Bildschirm und ihr seht einen schönen Übergang zum nächsten Ort. Ah, guck da, schau. Und was haben wir denn hier schon Schönes? Staubige Reifenspuren. Ich würde sie gerne bearbeiten, aber wir brauchen die Erlaubnis des Eigentümers. Warum? Das ist ein Fußweg. Naja, dann eben nicht. Gehen wir halt rein. Hallo, wer bist du denn? Ach so, die hat noch ein T-Shirt an. Ist ja langweilig. Sie sind der Besitzer hier. Erstens die Besitzerin und zweitens... Fragen wir mal. Die Frau für alles. Leslie Handelman. Das ist mein Laden. Und ich scheue mich nicht, mir die Hände schmutzig zu machen. Was kann ich für Sie tun? In welchem Film war denn das? Hi, Leslie. Ich weiß es nicht mehr. Kennen Sie diesen Stuntman? Ace? Das ist ein Weichei. Er bellt lauter, als er beißt. Er bringt seine Maschine ab und zu zur Wartung hierher. Ich denke, der macht's selber. Haben Sie sein Motorrad vor kurzem gewartet? Lassen Sie mich nachdenken. Nee, glaube ich nicht. Normalerweise schraubt er selbst dran herum. Ah ja. Wissen Sie irgendetwas über die Stuntshow? Sicher, Ace hat davon erzählt, hab sie irgendwann gesehen. Aber ich war nie bei den Dreharbeiten, die haben ihr eigenes Equipment. Ich habe hier genug zu tun. Rechnungen zu begleichen und nicht mal wenige. Ja, dann solltest du mal Motorräder reparieren, dann verdienst du auch Geld. Dürfen wir uns umsehen? Moment, ich habe den Hütern des Gesetzes immer geholfen. Ja. Mi casa es su casa. Schön. Ich muss Sie nur darum bitten, auf dieser Seite der Theke zu bleiben. Meine Arbeitsmaterialien sind tabu. Ich weiß nicht, also ich finde immer, wenn man... Da macht man sich doch verdächtig, oder? Wenn jetzt die Cops bei mir ankommen würden und sagen, dürfen wir mal Ihre Wohnung durchsuchen und ich hätte nichts zu verbergen. Würde ich doch sagen, klar, macht. Von mir aus. Nur räumt danach wieder auf, wenn er fertig seid oder so, keine Ahnung. So, aber sie hat uns ja jetzt die Genehmigung gegeben, hier auf dieser Seite mal was zu suchen. Ah, was ist denn das? Was ist das? Was ist das? Ach, das bist nur du. Ich kann auf deinen Schatten klicken. Willst du mich verarschen? Was ist hier? Nichts, aber ich sehe hier einen Fleck. Das könnte durchaus... Ach, Quatsch. Den will ich haben. Ah... Jetzt weiß ich auch, wo die Höhlen, das Höhlengeräusch für Minecraft herkommt. So, Fingerabdruck von der Theke, Weg als Motorcycle. Ja.
So, hier drin ist. Ja, den haben wir jetzt schon. Meines Wissens jetzt nichts mehr. Jedenfalls nicht hinter der Theke. Aber wir haben ja die hier noch. So. Elektrostatischer Dustprint-Lifter. Staubig ist Die es. Spuren im Staub sehen neu aus. Ja, muss ja. Wie lange hält so eine Spur in Staub? Gut, dann gucken wir doch einfach mal, was wir da Schönes haben. Hi. Hi. So. Wir haben dunkle Farbprobe. Ja, genau, das hatten wir schon. Die Fingerabdrücke, bitte mal. Dieser Fingerabdruck wurde für den Computer eingescannt. Dankeschön. Und bitte auch diese hier, damit wir vergleichen Ich können. habe dieses Reifenprofil in den Computer eingescannt. Sehr Juckt freundlich mich von nicht dir. zu sehr. Okay, dann lass ich's. Warum nicht? Hast du es schlecht gemacht? So. Reifenspurengarage. Dieses Profil kennen wir doch. Das sieht doch genauso aus wie das hier. Diese beiden passen prima zusammen. Hey. Aces Motorrad war also vor kurzem beim Vegas Motorcycle Shop. Sie hat gelogen. Sie hat gelogen. Die Frage ist, warum? Und wessen Fingerabdruck haben wir hier? Mal schauen, ob wir jemanden finden. Ah, guckt mal, den Namen kennen wir doch. Corey Musotti. Wäre ein zu großer Zufall, wenn der hier auftaucht und es wäre nicht. Ach. Betrug, Bestechung. Offensichtlich ist der Produzent der wildesten Stunts der Welt selbst ein wilder Kerl. Drevla Promotions. Trevor Promotions, natürlich. Den kennen wir doch schon. Tja. Gut, damit hätten wir das auch. Und was wir weiterhin herausfinden werden, warum zum Beispiel der Produzent von Draffler Promotions oder der Eigentümer von Draffler Promotions in diesem schäbigen kleinen Motorrad-Reparaturgeschäft war, Motorradwerkstatt war, und warum uns diese bezaubernde junge Frau hinter der Theke so schamlos ins Gesicht gelogen hat, das erfahren wir dann im nächsten Part. Ich bedanke mich mal wieder herzlich fürs Einschalten und hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Euer S. Libby sagt Danke und Tschüssi!